Amerikaner haben die Militärgesetze dann immer aufgelockert, haben die Zuständigkeiten auf deutsche Stellen übertragen. Die deutschen Behörden wurden für Außenwirtschaft zuständig, Export, Import und alle diese Dinge hier. Und dann kam letztlich dann auch noch der Handel mit der DDR dazu. Und hat man gesagt, den soll auch das Ministerium übernehmen, das war wieder Außenwirtschaft, das war wieder mein Bereich. Und so kam man sich eines zum anderen. Und jetzt kommt dann der Bereich, das ist in sich geschlossen, Außenwirtschaft, Bereich innerdeutscher Handel. Und dann kam immer mehr dazu, dass die Bundesrepublik Deutschland sich international stärker engagiert hat. Ja. Das heißt, die internationale wirtschaftliche, technische, industrielle Zusammenarbeit wurde verstärkt und wurde das sogenannte Entwicklungsministerium in Bonn geschaffen. Ja. Daher Bonn. Und da hat man natürlich gesagt, dass dann auch, wollen wir auch die Länder dazu haben, denn ohne die Länder geht das nicht, denn dort liegt die kulturelle Hoheit. Und auch die Firmen, die wir brauchen, sind in den Ländern, also die müssen mit einbezogen werden. Dann wurde veranlasst, und zwar der 5. und 6. Mai 1961, fand in München eine Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder statt. An die habe ich auch mitgemischt. Und da haben die Länder dann festgelegt, entscheidend, das gilt auch für heute noch, dass die Länder im Rahmen ihrer Möglichkeiten, technisch, finanziell und so weiter, den Bund unterstützen bei der Bewältigung der Aufgabe Entwicklungshilfe. Und für die Entwicklungshilfe hat man dann gesagt, nimmt, wird auch das Referat, die Abteilung Außenwirtschaft, war dann wieder für mich diejenige, die Aufgabe. Also war ich dann plötzlich auch für die Entwicklungshilfe zuständig. Und da wurde ich dann auch noch federführend für ganz Bayern festgelegt. Also war dann bei mich der Eingang Außenwirtschaft, innerdeutscher Handel, Entwicklungshilfe. Das war das Interessanteste, der größte Fachbereich im Ministerium, den wir hatten, und auch den interessantesten, weil man ja nahen Kontakt mit allen möglichen Leuten, Firmen, Länder hatte. Ne? Und jetzt kam dann los. Ich musste ständig zu Sitzungen nach Bonn, Wirtschaftsministerium, Sitzungen in der Deutschen Handel, Sitzungen Entwicklungshilfe. Fast alle 14 Tage war ich unterwegs nach Bonn. Mit dem Zug wahrscheinlich dann, ja? Mit dem Zug. Hm. Und da waren wir noch 9 Stunden unterwegs von München nach Bonn. Also war ich da zuständig. Ich habe dann Programme mitentwickelt mit den Bonner Behörden, mit dem Bundesentwicklungsministerium. Die Außenwirtschaft hat sich dann alles verselbstständigt, hat sich normalisiert. Da wurden nur noch gewisse Grundsatzentscheidungen getroffen. Aber Entwicklungshilfe und innerdeutsche Handel waren die Schwerpunkte unserer Arbeit dann. Und da war dann folgendes, da wurden natürlich Länder Programme entwickelt, so Aus- und Fortbildungsprogramme für Touristik, für Elektrotechnik, für alle möglichen Bereiche, Kunststofftechnik. Kunststofftechnik haben wir dann gesagt, wir haben tausende von jungen Studenten aus aller Welt hier in Deutschland, die Kunststoffmaschinenbau, Chemie studieren. Die wollen ja nicht nur als Hochschulabsolventen hier Deutschland verlassen, sondern sie auch praktische Kenntnisse mitnehmen. Also haben wir in Würzburg ein süddeutsches Kunststoffzentrum geschaffen, in dem die jungen Leute, die ihr Studium abgeschlossen hatten, dort nochmal praktisch neue Kenntnisse erwerben konnten. Und von dort gingen sie dann auch in den Maschinenbau oder zur Chemie wegen dem Kunststoffrohstoff, wie man den verarbeitet, Kunststoffverarbeitung. Und dann kam die Kunststoff, die mussten danach lernen, Kunststoff zu prüfen, Waren zu prüfen, bis die Stühle, was aus Kunststoff gemacht wurde, lernten sie alles. Und dann war noch daneben, kam noch ein weiterer Bereich dazu. Ganz kurze Unterbrechung, und damals war
Kunststoff natürlich so ein Wunderstoff. Genau. Weil heutzutage ist ja, ich sag mal Plastik, Kunststoffe sind sehr viele verschiedene. Plastik ist ja heute schon wieder so ein bisschen... Und alles, was in den Bereich gehört. Ja. Also da ging es dann schon los, dass wir dann gesagt haben, okay, die wollen aber sicher nicht nur Theorie, also hochschulmäßig, sondern auch praktisch neue Erkenntnisse haben. Dann war folgendermaßen, wir haben inzwischen ja Tausende von jungen Leuten hier in Deutschland ausgebildet auf dem Gebiet der Kunststoffindustrie. Die gingen alle nach Hause in alle Länder der Welt und hatten hernach den Wunsch geäußert, nach Jahren, der eine wurde Betriebsleiter, der andere dann Kunststoffbetriebe aufgebaut, ob in Indien oder in Indonesien oder sonst wo, haben sich selbstständig gemacht und haben gesagt, aber wir brauchen ein neues Wissen, ein neues Know-how. Und dann hat man dann das erste Mal 1974 in Hongkong einen sogenannten Refresher-Lehrgang aufgebaut. Die haben wir dann 3 Wochen in Hongkong haben wir dieses Programm durchgezogen. Da wurden aus 9 Ländern der dritten Welt, auf ASEAN, 35 ehemalige Hochschulabsolventen nach Hongkong eingeladen, die dort dann das neueste technologische Wissen vermittelt bekommen haben von Firmen wie Bayer, Maschinenfabrik und so weiter, Kunststoffzentrum und so. Und ich war da der Delegationsleiter. Wir haben gesagt, gut, vielleicht alles in Bayern, also soll ich auch mit dazu, bin ich der Delegationsleiter geworden für diese Gruppe. Wir waren eine Gruppe, ein Kreis von 5 und 6 waren Unternehmer, Vertreter dabei und so weiter. Und ich war der Einzige, der halt finanziell für den Bereich zuständig war, auf der Außenwirtschaftsbereich. Ich musste das Programm auch finanzieren mit Haushaltsmitteln. Also haben wir das nach Hongkong eingeladen, 35 Leute, 3 Wochen lang. Und dann haben die natürlich auch gesagt, wir haben alles in Deutschland gelernt, was Kunststoff angeht. Kunststoff selber, den Rohstoff, wird ja aus Rohöl gemacht und was alles dran und dran ist. Aber wir haben nicht gelernt, wie man das Produkt auch verkauft. Also der eine und der andere hat gesagt, ich produziere den Bedarf meines Landes, ich kann Stühle herstellen, das und das, aber ich habe nicht gelernt, wie man exportiert, wie ich internationale Beziehungen anbahne, wie ich Exportgeschäfte durchziehe. Das war natürlich wieder meine Aufgabe. Ich habe dann als Dozent dort den Leuten außenwirtschaftliches Know-how vermittelt, sodass die dann in der Lage waren, ihr Produkt weltweit zu vermitteln, zu vermarkten.